Australien erkennt West-Jerusalem als israelische Hauptstadt an. Das gab Premier Scott Morrison bekannt. Die Botschaft solle aber erst einmal in Tel Aviv bleiben. Morrison hatte diesen Schritt bereits im Oktober angekündigt, Tage vor einer Wahl in einem Gebiet mit vielen jüdischen Bewohnern. Am Samstag sagte er in Sydney: Australien erkenne jetzt an, dass West-Jerusalem, das bereits Sitz des Parlaments und vieler Regierungsorganisationen sei, die Hauptstadt Israels sei. Seine Regierung freue sich darauf, die australische Botschaft nach West-Jerusalem zu verlegen, als Unterstützung einer Zwei-Staaten-Lösung und wenn es diese gäbe. Morrison bekannte sich darüber hinaus dazu, einen künftigen palästinensischen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt anzuerkennen. Australien folgt damit den USA, die Jerusalem vor einem Jahr als israelische Hauptstadt anerkannten und auch die Botschaft dorthin verlegten.